cm in Le Mans. Nur zu Beginn hatte der 23-jährige Honda-Fahrer auf Platz 2 gelegen, in Lauerstellung hinter dem Australier Wayne Gardner. Als Gardner dann ab der 10. Runde wegen technischer Probleme langsamer wurde, setzte sich Spencer an die Spitze, die er bis zum Ende nicht mehr abgab. Sieg also für Freddy Spencer vor dem Franzosen Raymond Roche auf Yamaha. Der Amerikaner Randy Manola belegte Platz 3 und einen hervorragenden 8. Rang belegte der Deutsche Gustav Reiner aus Bietigheim. Der WM-Stand in der 500 Kubikzentimeter-Klasse nach 9 von 12 WM-Läufen. Erster Freddy Spencer mit 111 Punkten, zweiter Titelverteidiger und Landsmann Eddie Lawson mit 96 Punkten und dritter der Franzose Christian Sarron mit 63 Punkten. Und mit diesem Rennen in Armen und Beinen musste der Freddy Spencer also kurz danach bereits in die Viertelliterklasse an den Start. Und dort erwarteten ihn unter anderem wieder einmal vier Deutsche, die nach den gestrigen Trainingszeiten durchaus in der Lage sein sollten, ihm Schwierigkeiten, was den Titelgewinn in dieser Klasse anbetrifft, machen zu können. Klaus Gabrisch hat die Höhepunkte dieses Rennens für Sie zusammengestellt. Natürlich war der Amerikaner Freddy Spencer auch Trainingsschnellster in dieser Viertel-Liter-Klasse, aber die zweite Startposition bleibt sehr zum Leidwesen vieler deutscher Fans frei, denn der Münchner Martin Wimmer ist verletzungsbedingt nicht am Start, doch davon später mehr. Der Nummer 40, Fourier, der Franzose, als Fünfter in der zweiten Startreihe, denn vor ihm wäre Martin Wimmer gestanden. Mit der Nummer 72, Antonio Neto, hat nichts damit zu tun mit Angelito, der war Achter. Nummer 2, Manfred Herweh, ein glänzender Trainingsplatz für ihn. Und der dritte, Toni Mang, hier im Bild. Manfred Herweh, wie gesagt, 6. Reinhold Roth, 16. und Harald Eckel, 22. Vier Deutsche nur noch mit dabei, Herbert Besendörfer und Hans Becker. Die beiden anderen Deutschen haben sich erst gar nicht qualifiziert. Der Start. Ganz rechts, Carlos Lavado, Venezuela, kommt als Bester weg. Dann Freddy Spencer, Nummer 19, und Toni Mang aus Inning glänzend weggekommen. Dritter ist er. 24 Runden, die Distanz, das sind rund 110 Kilometer. Über den Sprunghügel als Erster Toni Mang mit der Nummer 5 aus Inning. Ja, was war mit Martin Wimmer? Gestern stürzte er im Training, zog sich eine schmerzhafte Handverletzung zu, wurde behandelt und bekam Spritzen. Nach dem heutigen Aufwärmtraining verschlechterte sich die Verletzung. Die Ärzte stellten eine Fraktur des Handwurzelknochens fest. Die wohl langwierigste Fraktur, die es gibt. Und der Münchner trat daraufhin die Heimreise an, um sich morgen in einer Spezialklinik behandeln zu lassen. Wimmer selbst hofft, dass er beim Saisonfinale am 1. September in Italien wieder dabei ist. Und Toni Mang in Führung vor dem Amerikaner Freddy Spencer und Carlos Lavado. Toni Mang gewann ja im vergangenen Jahr hier in Le Mans vielleicht ein gutes Bild. Das Bild kippte, das lag nicht an ihrem Apparat, sondern an der Übertragung aus Frankreich. Gleich volles Tempo zu Beginn, obwohl die Reifen noch nicht warm sind. Toni Mang, ganz neue Spezialreifen, Radialreifen von seiner Firma. Und Sie sehen, im Moment kann er den Amerikaner in Schach halten, aber der greift nicht. Er hat eine ganz andere Linie, Sie sehen es. Ende der ersten Runde. Mang, Spencer, Lavado, Cornu, Boll und Manfred Herweh vorne mit dabei. Toni Mang mit vollem Risiko. Vielleicht kann er mit diesem Einsatz den Top-Favoriten Freddy Spencer bezwingen. Manfred Herweh nach seiner schmerzhaften, langwierigen Verletzung wieder auf dem Weg nach vorne. 4 Kilo leichter ist die Honda des Amerikaners und sicher hat sie auch ein paar PS mehr. Das dürfen wir nicht vergessen. Fausto Ricci an dritter Stelle liegend und jetzt kommt der Angriff des Amerikaners. Aber Toni Mang wehrt noch einmal. Fausto Ricci, der Italiener an dritter Stelle liegend,